Bora de muito chuco, gente, me esquecou. Aqui é com o microfone. Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal und ja, ich bin zurück aus meinem Urlaub. Ich war ja mit meiner Familie in Seattle eine Woche und habe dann im Anschluss die Bremen-Reise von Stampin' Up mitgemacht und die ging diesmal nach Alaska. Wir hatten eine Kreuzfahrt. Und ja, ich wollte euch ein bisschen darüber erzählen. Also heute gibt es noch nichts Kreatives, weil ich irgendwie dermaßen jetlagge und jede Nacht wach bin. Und es gefühlte 45 Grad hier in meinem Bastelzimmer sind. Also verzeiht's mir, wenn da noch nichts Kreatives rausgekommen ist. Aber ich wollte euch gerne Hallo sagen und sagen, dass ich wieder da bin. Und euch einfach so ein paar Sachen erzählen und zeigen, die mir auf der Reise passiert sind. Unter anderem haben wir dort den neuen Herbst-Winter-Katalog bekommen, der wieder wunderschön ist, wie ich finde. Und das Cover, vielleicht fällt es euch sofort auf, es ähnelt dem Hauptkatalog. Ich finde, das haben sie echt toll gemacht. Ich darf ihn leider noch nicht aufmachen, das darf ich erst am 1. September. Dann bekommt er wieder eine Katalogtour. Aber ich wollte ihn einfach schon mal zeigen und ich möchte anfangen mit zwei Aktionen, die es im Moment im August gibt. Ich stelle das zwar auch auf meinem Blog vor, aber ich weiß auch, dass viele von euch, die hier bei YouTube mir zugucken, eigentlich so gut wie nie auf meinem Blog sind. Deswegen, wer im August bestellt, es sind einmal die Bonustage, die gab es letztes Jahr auch schon. Das ist so ähnlich wie die Celebration. Wenn man für 60 Euro bestellt, dann kann man sich Gutscheine erarbeiten, je im Wert von 6 Euro. Also für 60 Euro gibt es einen 6-Euro-Gutschein, für 120 Euro hat man dann zwei 6-Euro-Gutscheine und so weiter. Und die Gutscheine, die kann man im Anschlussmonat, also im September, einlösen. Die könnt ihr auch nur in diesem September einlösen, nicht vorher, nicht nachher, nur im September. Also wenn er dann im August für 120 Euro bestellt, könnt ihr im September bei eurer Bestellung die 2 6-Euro-Gutscheine angeben und dann werden die euch abgezogen. Ja, das ist nicht schlecht, weil im September kommt ja dann der neue Katalog und sparen ist immer cool, ne? Die zweite Aktion ist, kann ich euch auch schon die Produkte zeigen, das nennt sich Farbenfroh durch das Jahr. Und zwar sind das Produkte, die es nur im August beziehungsweise solange wie der Vorrat reicht, geben wird. Der Vorrat reicht heißt immer, es kann auch schon vor Ende August alle sein oder es kann auch noch ein bisschen in den September reingehen. Aber auf jeden Fall gibt es die Sachen nicht in irgendeinem Katalog. Die gibt es jetzt wirklich nur im August. Ihr könnt auch auf meinem Blog nochmal gucken. Da zeige ich euch auch nochmal die Flyer dazu. Also es gibt einmal das Stempelset hier. Ihr seht, da sind so ein bisschen Jahreszeiten abgedeckt. Hier haben wir Weihnachten, Herbst, Blumen, Sprüche und dazu kann man dann die Framelits kaufen, die ich besonders hübsch finde, denn hier sind diese Rahmen mit der Stickkante mit dabei und die haben so einen besonderen Effekt. Die haben nicht einfach nur eine Stickkante, sondern die haben zwei Stickkanten. Ich habe hier schon mal, wollte hier eine Karte machen. Einmal hat man hier die Kante und man hat noch die Kante auf dem Negativ, also man hat quasi zweimal diese Kante und kann dann auch quasi wunderschön dieses Negativ hier verwenden. Ich hatte mir jetzt die Blumen hier mal in schwarz, in weiß embossed, aber das hat mir noch nicht so ganz gefallen. Irgendwas fehlt da noch. Auf jeden Fall ja, wollte ich euch das gerne zeigen, weil die Framelits wirklich toll sind und ich denke, da kann man schöne Sachen mitmachen. Das hier ist übrigens der Frame jetzt für die Glocke hier. Ich habe erst so überlegt, was soll das sein? Ist noch ein Blatt dabei und ein paar Schnörkel und eine total süße Schleife und Blümchen. Mit dazu, also das ist jetzt, könnte man einzeln bestellen jeweils oder als Produktpaket. Und dann gibt es auch noch neue Aquarellstifte in den Farben. Chili, Flamingo, Terrakotta, Currygelb, Grüner Apfel, Gartengrün, Jade, Babyblau, Marineblau und Amethyst. Das ist nicht mit in dem Paket. Oder es gibt es auch nicht gratis dazu, sondern die kann man sich halt auch noch im Rahmen von dieser Aktion kaufen. So, das war erstmal das Geschäftliche. Jetzt geht es weiter mit den schönen Sachen. Ich habe mir überlegt, dass ich euch einfach mal zeige, was man auf so einer Reise bekommt. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert oder
Ob ihr jetzt denkt, oh, jetzt hält die uns die ihre Geschenke hier in die Kamera. Also ich will damit jetzt keinen neidisch machen oder sonst irgendwas. Das sind ja alles Sachen, die ich mir irgendwo auch erarbeitet habe und ja, die einfach total schön sind. Und es sind auch Sachen dabei aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog, wo ich denke, dass das den einen oder anderen schon interessiert. Aber es sind halt auch die Pillow Gifts dabei, die man auf so einer Reise von Stampin' Up! Geschenkt bekommt. Und einige von euch verfolgen mich ja auch auf Instagram oder Facebook. Da habe ich auch einiges gepostet so über die Woche. Und ja, in euren Reaktionen sehe ich da schon immer, dass euch das eben auch interessiert. Es ist immer so, dass jeden Abend auf dem Bett ein Geschenk liegt. Und ja, das ist immer total aufregend. Man freut sich irgendwie immer schon den ganzen Tag auf den Abend und wartet dann darauf, dass man ins Zimmer gehen kann. Also unser Steward auf dem Schiff war immer so gegen 5:30 bei uns und hat dann die Geschenke gebracht. Und manchmal war ich schon vorher auf dem Flur und habe gesehen, wie er dann bei anderen schon verteilt hat. Und habe ich immer gedacht, nein, jetzt hast du es schon gesehen. Man ist ja dann wie so ein kleines Kind. Ne? Also vorher, wenn die Reise beginnt, bekommt man von Stampin' Up! Immer so ein, ja, so ein Logbuch, sage ich mal. Ne? Irgendwie so ein, das sieht immer anders aus, da steht immer drin, was jeden Tag passiert. Auf einer Kreuzfahrt, das war jetzt schon die zweite Kreuzfahrt, die ich mitmachen durfte, hat man immer so ein Tag 1, wo man halt dann immer anlegt, wann das Schiff abfährt, wann zum Beispiel der Hospitality Room von Stampin' Up! Geöffnet hat. Da kann man zum Beispiel jeden Tag hingehen und kann am Glücksrad drehen und bekommt eine Kleinigkeit geschenkt. Da gibt es immer amerikanische Süßigkeiten. Das ist für uns Deutschen natürlich toll, gerade wenn auch meine Kinder mit dabei sind. Die kassieren sich da ordentlich ein. Ne? Da kann man sich mit anderen Demos treffen. Da werden Schauwände aufgestellt. Da werden dann die Swaps später gezeigt. Ja, und so weiter und so fort. Und wenn man zum Beispiel einen Landtag hat bei so einer Kreuzfahrt, dann wird hier unten auch aufgelistet, wo man schön essen gehen kann oder was man sich unbedingt ansehen sollte. Und auch immer wichtig, wann das Schiff ausläuft, damit da keiner irgendwie an Land bleibt. Ich glaube, auf dieser Reise sind 5 Leute an Land geblieben, zwar nicht von Stampin' Up!, aber die haben es nicht mehr rechtzeitig aufs Schiff geschafft und das ist natürlich immer ärgerlich, weil da musst du dich selber drum kümmern, wie es dann weitergeht. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Die Kinder haben diesmal auch was bekommen. Das fand ich total süß. Die hatten so ein kleines Paket. Da waren Buntstifte dabei. Die sind schon irgendwo in den Zimmern gelandet. Und so ein kleines Heft, wo man jeden Tag irgendwie Rätsel machen konnte. Und ja, wenn die Mama irgendwie abends mit den Demos quatscht, dann hatte man was zu tun. Und die haben so ein Stampin' Up! Fernglas bekommen, um Wale zu beobachten. Also da lässt sich Stampin' Up! Auch immer was für die Kinder einfallen. Ich glaube, letztes Jahr auf der Reise nach Thailand gab es so einen süßen Rucksack. Da waren wir Mamas auch alle scharf drauf, aber den haben nur die Kinder bekommen. Ja, und dann, wie gesagt, liegt halt jeden Tag ein Geschenk auf dem Bett. Ich fange jetzt einfach mal an und ziehe mir hier die Sachen raus. Das ist jetzt auch nicht nach der Reihe, also es hängt an jedem Geschenk so eine Pappe dran, was halt drin ist und noch so einen kleinen Tipp von Stampin' Up. Hier ist dann immer noch die Kabinennummer und mein Name, dass es halt auch da ankommt, wo es ankommen soll. Und da sind jetzt halt teilweise auch schon neue Produkte aus dem neuen Katalog mit drin. Und jedes Mal bekommt man halt ja, irgendeine Verpackung, irgendwo ist es immer drin eingepackt und auf der Reise waren es halt solche Leinenbeutel und die ja, kann man ja auch noch schön weiterverwenden. Das sind die Perlen, die haben jetzt im Koffer leider schon gelitten, die habe ich einen Tag am Glücksrad drehen dürfen und das ist ein Produktpaket, was es gab, weihnachtliche Vielfalt heißt das. Das ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsprodukte im neuen Katalog. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, bevor ich mir jetzt hier rate, was das heißt. Kann ich kurz im Katalog gucken. Also schöne, muss doch raten, schöne, frohe Feiertage und Weihnachten. Also das sind richtig fette, große, tolle deutsche Wörter.
die dann hier irgendwie kombinierbar sind. Also da solltet ihr mal ein Auge drauf werfen. Das ist so ja, auf meinen Top 3 aus dem Katalog. Und dann haben wir hier den Mittwoch. Da gab es auch ein schönes Produktpaket. Die Tüten sehen halt auch immer alle anders aus. Die hat jetzt das Logo drauf. Leuchtende Weihnachten heißt das. Ja, das sind hier diese Glühbirnen. Manche haben gesagt, oh, das ist eher so amerikanisch, aber finde ich jetzt überhaupt nicht, weil Glühbirnen gibt es doch hier auch, oder? Also ich finde das total süß und im Herbst-Winter-Katalog ist da auch noch ein Set mit bei, wo man diese Glühbirne anders verwenden kann, so ein bisschen für Ostern, Frühling, Halloween und sowas. Das ja, lässt sich dann schöner nutzen noch. Und dazu gab es ein Papier, das war, glaube ich, auch ein Pillow-Gift, wo halt auch hier Glühbirnen und so dabei sind. Und wieder hier so ein Foto, so ein Fotodruck. Stiefelchen. Und hier nochmal, also da stehe ich ja voll drauf. Das ist wie diese Rosen aus dem Hauptkatalog. Das ist wunderschön. Hier nochmal so Weihnachtskugeln in Gold. Also das ist das passende Papier aus der Serie. Dann habe ich hier mal so Schleifenband. Das ist aus dem Hauptkatalog. Das war auch ein Glücksradgewinn. Da gab es alle Farben. Ich habe mir jetzt einfach mal diesen lila Ton genommen, weil ich gedacht habe, der ist für Halloween ganz cool. Amethyst, genau. Dann Satinband mit Strukturmix. Das hat dann da so verschiedene Strukturen. Und das muss ich euch auch machen. Das ist eine. Die Halloween-Sachen sind wunderschön. Also ich weiß jetzt schon, was ich alles in der Halloween-Woche machen werde. Denn die Sachen sind toll. Guckt euch das mal an, das glitzert. Ich bin in love mit diesem Band. Und man kann Schleifen mitbinden. Ja. Schön. Das war auch ein Glücksradgewinn. Also es lohnt sich tatsächlich, jeden Tag in diesem Raum zu gehen. Wer das nicht macht, ist selber schuld. Dann haben wir hier, da sind jetzt Bäume drauf auf der Tüte. Das war der Donnerstag. Genau, da gab es das hier, der Weihnachtshirsch mit dem passenden Framelits. Das ist auch so richtig schön traditionelles Weihnachtsset. Hier sind die Framelits dazu, wo man die Hirsche ausstanzen kann, auch hier die kleinen. Dann hat man hier solche Eisblümchen dabei und nochmal so Ranken. Ja, süß. Also das ist richtig schönes Weihnachtsset. Herzliche Weihnachtsgrüße mit lieben Gedanken und allerbesten Wünschen. Prost zum Fest. Also da sind auch schöne Sprüche dabei. Ach, und hier ist auch das Papier, oder das Band eben, das der doppelten Struktur. So. Dann gibt es auch immer was für die Gäste. Mein Gast war ja quasi mein Mann, es waren zwar auch die Kinder dabei, aber es gibt halt immer nur einen Gast, den man angibt. Und die Gäste haben hier diese Thermoskanne bekommen. Die haben wir auf dem Schiff jetzt nicht genutzt, aber hätte man auch gut machen können. Auf dem Schiff ist es ja immer so, dass man so eine Soda-Flat buchen kann und dann gibt es da überall Automaten, wo man zapfen kann. Aber das ist eher so eine Thermoskanne, also die für Tee oder Kaffee oder sowas. Das haben halt die Gäste bekommen und die meisten Gäste sind natürlich Männer, deswegen fand ich jetzt die Optik auch echt cool. So, dann haben wir hier noch ein kleines Tütchen. Da sind die Klammern drin. Da gibt es neue Klammern, einmal Sternchen und einmal Weihnachtsbäume. Dann haben wir hier noch zwei lose Anhänger und noch ein leeres Tütchen. Und ein Tütchen mit einer neuen Prägeform. Schöne Schnörkel heißt die. So sieht sie aus.
Dann haben wir hier noch ein Glücksrad geschenkt. Das ist auch was aus dem Hauptkatalog. Kartensortiment große Pläne heißt das. Dann haben wir hier ein Geschenk, was es auf der Hauptveranstaltung gab. Das finde ich ja total cool. Da werde ich auf jeden Fall mal ein gesondertes Video zu machen. Das heißt, hat auch so einen witzigen Namen, Aufhebhelfer. Also da kann man Pailletten oder so einen Kleinkram mit aufheben. Das zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Da mache ich mal irgendwie so ein schnelles, kleines Video zu. So, das hing an jeder Tür. Man hat immer ein Schild oder ein Namensschild. Diesmal war es kein Namensschild. In Thailand stand noch Jasmin drauf. Ja, es hing an allen Türen von Stampin' Up. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe es reingehangen, weil es sind ja nicht nur Demos auf dem Schiff und das Schild ist schön und es steht Alaska drauf. Also ich habe es mir mit reingenommen, weil ich gedacht habe, oh, es wäre so ärgerlich, wenn es irgendwie so ein Teenie oder was dir wegschnappt, ne? So, dann haben wir zwei Prägeformen noch bekommen. Kachelkunst heißt die. Die finde ich total schön. Und es wird im Winterkatalog so ein Folienpapier geben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Farbe heißt. Nicht Kupfer, nicht Silber, irgendwas dazwischen. Und dann das damit abprägen und dann so ein bisschen mit Schmirgelpapier reiben. Das hatten sie im Katalog, das sah toll aus. Und dann Wellenpapier, auch total witzig. Richtig cool, einfach irgendwo unten drunter. Dann gab es einmal hier noch eine Packung Papier, Prachtfarben. Das war auch ein Glücksraddreh aus dem Hauptkatalog. Da haben wir noch das Dienstagsschild und das war ein Geschenk von der Hauptveranstaltung. Karten und Umschläge. Dann gab es ein richtig cooles Geschenk. Da haben sich auch meine Jungs drüber gefreut. Es wurde gleich in der Kabine ausprobiert und zwar ist das so eine Box, die man zum Beispiel mit dem Handy steuern kann. Und dann kann man Musik hören. Schon Dreck dran. Also sowas finde ich immer richtig schön, weil ja, sowas bekommt man halt nur auf den Reisen. Und die Produkte kann man, die sind auch super, aber die könnte man sich theoretisch kaufen. Und sowas weiß ich halt total zu schätzen und hüte das, dass da nichts drankommt und nichts mit passiert. Ja, was es noch gab, fand ich auch total schön. Dieses Mal war halt alles so ein bisschen ja, passend zum Thema irgendwie. Wir hatten so einen Tag, da sind wir in den Fjord reingefahren und da konnte man von morgens 7 bis mittags 12 einen Gletscher angucken. Das Schiff hat sich immer gedreht, das fand ich auch total irre. Das war quasi so eine Sackgasse und überall linksrum waren Berge und halt dieser Gletscher. Und der Kapitän hat dann das Riesenschiff, bestimmt 7-mal im Kreis gedreht, damit alle Gäste von ihrem Balkon immer wieder einen Blick auf diesen Gletscher hatten. Und einen Tag vorher gab es halt von Stampin' Up diese tolle Kuscheldecke mit dem Sinn dahinter, dass man halt den Morgen auf seinem Balkon diese Decke schon gebrauchen kann. Und die hat halt auch dieses Logo mit den Bäumen hier, was überall auf den Tüten und auf der Box zu finden ist. Und dann geht es weiter. Es gab noch eine Jacke, die haben wir am ersten Tag bekommen. Die habe ich aber jetzt hier nicht. Die könnt ihr euch auf Instagram angucken. Da ist ein Bild von mir mit Shelly und mit Gesche. Und da habe ich die Jacke an. Die passt vor allen Dingen. Da habe ich mich sehr gefreut. Und die hat mir gefallen. Das ist so eine graue Fleecejacke. Und die hatte ich wirklich fast jeden Tag an, weil es war doch recht frisch. Also es war tagsüber, wenn wir Landgänge hatten, war es wunderschönes Wetter. Wir hatten teilweise 28 Grad, wo dann auch die Einheimischen gesagt haben, das ist, ihr habt so ein Glück. Also normalerweise regnet es hier nur so ungefähr. Aber wenn man Seetage hatte oder auf dem Schiff abends war, dann war es schon sehr frisch, gerade durch den Wind. Und dann ja, habe ich die Jacke geliebt. Dann ist jetzt mein Korb hier fast leer. Also hier haben wir nochmal ein Paket mit Washi-Tape. Auch nochmal hier, ich glaube, es ist Gold und Kupfer. Dann haben wir noch Papier. Also
ihr wisst ja, dass ich Halloween liebe und die Halloween-Sachen sind dieses Mal wunderschön. Also hier gibt es noch ein passendes Stempelset mit dieser Hexe und auch ein Frame mit, wo man die dann ausstanzen kann. Hier sind Katzen drauf, Geister, lila Streifen, Kürbisse. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob man die auch ausstanzen kann, aber das wäre halt auch toll was für Herbst einfach. Hier sind Besen, dann hier giftige Suppe. Hier sitzt dann noch ein Frosch und eine Katze. Oder man kann es ja auch in Streifen schneiden, nur mit den Spinnen oder irgendwie so. Punkte, Hüte, Frösche, Fledermäuse. Da gab es auch einen Tag am Glücksrad, konnte man, glaube ich, entweder zwei Stanzen oder eine Prägeform. Ich habe die Prägeform erwischt. Es gab auch die Fledermausstanze. Und da sind drei Fledermäuse, die man gleichzeitig ausstanzen kann. Und das passt hier wieder mit dem Papier zusammen. Auch total cool. Sterne. Ja, also das liebe ich jetzt schon. Dann haben wir hier noch ein Weihnachtspapier. Weihnachtszeit. Das ist so ein bisschen kupferbelegt. Zweiseitig, auch obwohl es so einen Glitzereffekt hat. Da sieht man es. Es müsste Merlot-Rot sein. Das ist auch total schön hier mit den Hirschen und Sterne sind das dazwischen. Glocken. Hier eine Ranke und nochmal diese Beeren. Bleibst du liegen? So, und dann gab es am letzten Tag noch eine Karte. Zum Glück habe ich alles in den Koffer gekriegt, wo man abkratzen kann, wo man schon war. Da kommt mittlerweile einiges zusammen, wo ich mit Stampin' Up! Schon war. Und ja, da bin ich wie gesagt sehr dankbar für, denn diese Reiseziele, wie zum Beispiel Thailand oder Alaska oder Madeira, hätte ich ohne Stampin' Up! Nie gemacht. Und die Reise 2020 geht nach Maui. Und hätte mir mal irgendwann einer gesagt, dass ich eventuell nach Maui oder nach Alaska fahre, hätte ich gesagt, ja, im Leben nicht, aber das ist echt irre. Man macht es dann einfach, weil man denkt, ja, das hast du dir erarbeitet, das ist die Prämienreise. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach Alaska zu fahren. Ja, und dann gab es natürlich noch die heiß begehrte Tasche. Es gibt ja auf jeder Reise eine Tasche. Die passt jetzt gar nicht hier unter das Bild. Das ist so eine Henkeltasche mit diesen. Ich will jetzt nicht so an der Kamera wacken, mit diesem Blümchenlogo, was bei Stampin' Up! Überall drauf ist. Innen drin ist es so blau gestreift. Ich finde sie wunderschön. Die Taschen gefallen mir eigentlich immer alle. Ich bin immer so, ich kann sie gar nicht benutzen, nachher kommt was dran. Aber das wird mal so eine Tasche für gut. Das ist jetzt keine, die ich täglich nutzen würde. Ja, ich glaube, das war's. Ich sehe jetzt hier nichts mehr liegen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an den Sachen und freut euch mit mir und freut euch vor allen Dingen auf den neuen Katalog. Und wenn wir da jetzt beim Thema sind, ihr könnt den jetzt vorbestellen. Also es ist ja immer so, dass ich keine richtige Vorbestellung mache, sondern die Kunden, die bei mir bestellen oder die schon mal einen Katalog bekommen haben, bekommen den automatisch. Das ist für mich einfacher, wie jedes Mal eine neue Liste anzufangen, wo dann doch wieder der ein oder andere vergisst, sich anzumelden, obwohl er gerne einen möchte. Deswegen bitte ich einfach nur die, die neu sind oder die noch keinen haben oder, das ist auch ganz wichtig, die keinen mehr möchten, sich bei mir zu melden, denn ich kann diese Liste einfach nicht jedes Mal checken und da gehen Leute unter, die vielleicht gar nicht mehr Stampin' Up! Sachen kaufen möchten. Also wenn ihr keinen Katalog mehr möchtet, dann meldet euch bitte bei mir, fühlt euch jetzt nicht irgendwie gedrängt, wenn ihr dann doch einen bekommt, meldet euch.
Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns nächsten Freitag mit was Kreativem wieder. Mal gucken, was mir da einfällt. Ich hoffe, es wird 5 Grad kühler. Dann ist mein Hirn nicht mehr Moos. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal. I can't go, we can't go.